just like sharks. When they stop moving, they die. That's how you are, Carla. Save yourself. After the storm came the calm and silence that make men crazy. Carla! Carla! Why? Randy? Can you tell me what the fuck happened here? She's been bitten everywhere. She knew she shouldn't have gone outside. You killed her, you bastard! You murdered her! She's dead! What the hell have you done? Why? We would all be dead by now because of your little sister. How many times have we said not to separate from the group? Never means never. Shot drawing their attention even more. Either we reach the military shelter that you talk about so much, Grandpa, or we'll die right here. The radio message said that it was around here. It's a bit more than 5 miles west. Let's get out of here. Come on! I'm not leaving my sister here all alone. Nothing can be done now, Stella. Sam, Ben, Stella, get out of here. Get to the safe. I'll meet you. I've got to find my family. It's the only place they could have gone. Stay strong, Randy, and good luck. I know we'll find them. That day was not the beginning of anything or the end of something. It was just one more day. A day like any other. The world was dying, and we were its survivors. Und in dem Sinne, ja, und in dem Sinne, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, Justin von Geist. Wir spielen, drücke X, um interaktive Objekte zu manipulieren. Oha, ein Geheimnis gefunden. Ja, willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, Justin von Geist. Wir spielen Deadlight und fangen mal direkt an, würde ich sagen. Ich habe gesehen, dass das Spiel recht geil sein soll, also dachte ich mir, komm, also rein und zockst mal. Drücke zweimal oder zweimal X oder E, um Türen mit diesem Symbol einzutreten. Läuft. Wir spielen Randy, so wie es aussieht. Da sind Zombies. Können wir irgendwie angreifen? Ja, bestimmt. Ich will auch schon ein bisschen schnetzeln, also spiele ich ja nicht umsonst ab. 18? Weiß ich gar nicht, keine Ahnung. The wood is rotten and the planks are weakened. Okay, das Holz ist morsch. Dann gehen wir mal weiter durch die Tür hier. Wie man sieht, ist es ein 2D-Plattformer und halt ein Zombie-Spiel. Und mich hat das, mich hat das recht gejuckt und hab's mir für 1,50 € gekauft bei GK Zombie. Ja, und das wollte ich dann noch sagen. Na, auf jeden Fall, ich denke mir mal, dass das ein recht cool sein wird, weil so ein Spiel habe ich im Allgemeinen noch gar nicht gespielt. Ah, nicht runterfallen. Und ja, wie man schon sieht, dass dies hier ein Zombie-Spiel ist. Und oh, ich glaube, jetzt wird es das erste Mal wirklich blutig. Schade. Was drücke ich, um nicht an eine Kante zu hängen? So? Nein, so war das, glaube ich, nicht. Gucken wir nochmal. Ach, so ein bisschen I'm Lifestyle, aber finde ich cool. Ah, so. Okay. Oh, der ist einfach mal drüber gerannt. Finde ich lustig. Okay, gut. Ja.
sieht ein bisschen komisch aus, aber gut. So, dann gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Okay, so kann man sich ducken mit LTE. Setzt die Umgebung hoch. Was war das denn? Wow. Irgendwie lustig. Okay. Ich dachte mir, ja, komm, spielst du mal ein Spiel, was du noch nicht gespielt hast. Vielleicht wird es dann ein bisschen interessanter werden. Wenn wir, wenn ich halt mein erstes Let's Play dann hochlade auf Geist. Und wir spielen Deadlight. Habe ich auch noch nicht gespielt, also Blind. Und mir gefällt jetzt schon die Atmosphäre und im Allgemeinen, wie das Spiel komplett aufgebaut ist. Finde ich cool, ja. Aber ich glaube, dass es hier weniger um Zombies schnetzeln geht, sondern auch mehr um Story und Jump'n'Run und sowas. Ich muss aber sagen, so Spiele gefallen mir. Also, das hat was, weißt du? Ich find's cool auf jeden Fall. Was? Um zu sprinten mit RB. Okay. Boah, heilige Scheiße. Habt ihr das gesehen? Volle Mega-Jump. Ach cool, jetzt weiß ich auch. Ben and the others made it out. They deserve better than this world. Weggefahren. Y Standardtaste, um einen Gegner zu verspotten. Geil. Ach, guck mal. Ja, die sind knusprig gebraten. Oh, warte mal, ich glaube. Nee. Bevor ich hier. Dachte ich mir, weil sonst wäre ich da oben knusprig gebraten geworden. Gebraten worden. So. Und jetzt geht's weiter. Also, wie schon gesagt, wir spielen anscheinend Randy. Sprinten, um eine Tür einzureißen. Also so. Yo. Geil. Status aktualisiert die. Ah, okay. Ben, Stella und Sam sind in dem Van entkommen, mit dem wir nach Seattle gefahren sind. Anscheinend muss ich das Versteck nun alleine erreichen. Durch diesen Wartungstunnel gelange ich zum Highway, der mich direkt in die Innenstadt bringen wird. Okay, gut. Warte mal, da ist noch was. Achso, das ist das Tagebuch. Boah, Alter, nee. Wer das lesen will, darf gerne lesen. Wie gesagt, ne? Pause machen. Und lesen, aber. So große Texte, da hänge ich mir so. Nee, nicht so Bock. Geil! Das machen wir gleich neu. Okay, gut. Ich würde sagen, wir klettern runter. Ja, und weiter. Wenn die so runterfallen, sieht das echt schon ein bisschen komisch aus. Hell is other people. If you wish another to keep your secret, first keep it yourself. Ja, keep it to yourself. The Inferno begins here. Stopp. Hallo, hey. Ja, Randall. Ich dachte, wir heißen Randy. Oder vielleicht ist das Abkürzung oder so. Ein Geheimnis. Kann man das lesen? Irgendwie? Anscheinend nicht. Gut. Okay, Randall kann nicht schwimmen. Hier daher nicht ins tiefe Wasser. Dann müssen wir Anlauf nehmen und hier rüber jumpen. Und das Wasser abdrehen. Wenn er es denn mal machen würde. So. Okay. Gut. Gut, dann werden wir auch hier durch. Wieso kann denn ein Mann dieses Alters nicht schwimmen? Na gut, es gibt viele Leute, die vielleicht nicht schwimmen können, aber der lernt halt auch noch. Achso, bei Let's Play wünschen an mich oder an meine Kollegen. Gerne äußern, dann werden wir so schnell wie möglich denen nachkommen und dann das jeweilige gewünschte Spiel spielen. Oh nein, Zombies. Aber die sind nicht schneller. Doch, die sind schneller als ich. Scheiße. Los!
Ich hoffe, wir können auch Zombies töten. Das wäre. Wenn nicht, wäre das ganz schön kacke. Obwohl es geht. Wenn mal was anderes. Aber. Naja, mal gucken. Vielleicht kriegen wir ja noch Waffen oder so. So, was haben wir hier? Ein Verbandskasten. Die finde ich ab und zu. Zum Glück geht's mir gut, da brauche ich nichts daraus. Ist okay. Oh. Hahaha. Oh, das ist ein Idiot, stand er dagegen. Status aktualisiert. Das ist von unserer Welt übrig geblieben. Eine sterbende Oase. Kein Wasser, kein Leben. Der Krieg zwischen Mensch und Schatten, Verwüstung. Die Interstate ist voller verlassener Fahrzeuge, die zur Flucht aus der Stadt benutzt wurden. Auf der anderen Straßenseite befindet sich eine Abkürzung zum Versteck. Okay, die Status werde ich immer mal wieder vorlesen. According to the map, I should cross this highway to get closer to the safe point. Los! Oh. Da hätten wir nicht reinspringen sollten. Das wäre nicht rosig für uns ausgegangen. Aber ich habe gehört, das Spiel soll, wie gesagt, ganz geil sein. This is what's left of our world now. Deadlight. These are the leftovers of the war between men and shadows. A snapshot of what we become. Bloody hell on earth. Die Hölle auf Erden. Safe point. Nee, ich glaube, töten können wir hier niemanden. Beziehungsweise die Toten töten. Du hast eine tote Inception. Ach, warte mal, hier haben wir was. Geheimnis gefunden. Noch eine dieser verdammten Regierungsflugblätter. Quarantäne. Doch selbst all die Warnungen konnten sie nicht mehr retten. Jetzt rennt er schon wieder da drüben. Hä? Ach so. Ja, ja, klar. I know how it works. Sind wir in der Kanalisation, wie es scheint. Hinten ist gar nichts. Ja, ich glaube, da sollten wir eher reinfallen und dann. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wo bist ich? What is that? Und raus. Heilige Scheiße, hat er mich erschreckt. Ahaha, nee, 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 das war schon gewollt so. Und. Komm. Oh, was? Willst du mich verarschen? Ja, genau. Klar. Okay, gut. Sag mal. Mann, Randall. Sales Schrottplatz. 4. Juli 1986. Ach, spielt in der Vergangenheit. Es ist nicht immer leicht, die Begegnungen mit diesem Schatten zu überleben. Doch zum Glück bin ich noch am Leben. Aber tief in meinem Inneren habe ich Angst. Wo sind meine Mädels, meine Frau, Shannon, meine Tochter, Lydia? Werde ich sie je wiedersehen? Ich muss meine Familie und meine Freunde und meine Familie finden. Ich muss es schaffen. Ja. Gut, dann. Jetzt könnten wir den Verbandskasten gebrauchen. Gucken wir erstmal weiter. Oh, was ist das denn? Wie ging das nochmal? Wie konnten wir das nochmal aufbrechen? So? Oder ging das überhaupt aufzubrechen? Ah, eine Axt. Guck an. Ja, vielleicht können wir jetzt schnetzeln. Das wäre ganz cool. Wenn er denn die Axt nehmen würde. Hallo? Come on. I found a firefighter's axe. Ja. Thanks, buddy. B, linke Maustaste, um die Axt zu schwingen. Boah, ja geil. Haha, cool. Darauf habe ich gewartet. Okay. Weiter geht's. Komm, jetzt muss aber mal ein Feind kommen, beziehungsweise ein Zombie, weil jetzt habe ich Lust zu schnetzeln. Beziehungsweise mal meine Axt auszutesten. Cool. No time to waste. Yeah. Aber man merkt auf jeden Fall, dass sie auf jeden Fall schwerer zu killen sind. Ganz einfach, weil ich jetzt 30 Mal auf die eingehauen habe und nichts passiert. Ja, muss gerade mal Ausdauer laden lassen. Jetzt vielleicht.
Heilige Scheiße, sind die hartnäckig. Schlag dir doch einfach mal den Kopf ab. Alter, das ist ja nicht mehr normal. Ach, scheiß drauf. Ohne Scheiß, solange wir ein bisschen Zombie schnetzeln können, ist das okay. Gut, dann geht's weiter, würde ich sagen. Aufpassen, aufpassen, Ausdauer. Geht auch. Oh, knapp. Okay. Die Verbandskosten. Oder? Ah! Verpisst euch! Verpisst dich! Oh, fail! Oh, scheiße, warte mal, da kommen direkt neue. Ah. Ja! Nein! Nein! Nein. Scheiße! Oh mein Gott! Oh mein Gott! So haben wir das. Ja, ich drück gleich B. Okay. Dann weiter. So, und ich würde sagen, ab diesem Zeitpunkt. Ja. In diesem Zeitpunkt machen wir dann mal eine kleine Aufnahmepause. 15 Minuten dürften für die erste Folge reichen. Ich bedanke mich fürs Zugucken und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Deadlight. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.